Also ich habe draußen schon die Frage gestellt, Musikinstrumente auf diese Art und Weise zu komponieren, beziehungsweise diese beiden zu kombinieren, ist ja halt also eine ungewöhnliche Art und Weise, was sie erwarten, was rauskommt. Und Uli haben gesagt, sie sind schon sehr neugierig darauf. War das bei euch auch so, wie ihr gesagt habt, wir probieren einmal diese beiden zusammenzuspielen? Also bevor die erste blöde Antwort gegeben wird, möchte ich eine gescheite geben. Sehr gut. Also wir haben ja immer so gespielt miteinander. Wir haben ja uns immer getroffen, früher beim Georg in der Wohnung, und haben zusammen Sachen ausprobiert. Und deswegen war das für uns völlig normal, während alle anderen gesagt haben, ne? Stimmt, ja? Stimmt. Es war aber es war eine andere Wohnung noch damals. Das ist der Hintergrund. Der Raum hat es dann ausgemacht im Endeffekt. Genau, wie ich dann übersiedelt bin, war das Miete. Und das war dann. Ungefähr. Ja. Ich habe gerade mit dem Robert Pusecker, den kennt ihr ja anscheinend sehr gut, gesprochen. Und der hat mir erzählt, ja, so eine Kombination ist nicht Premiere. Der Benny Goodman, ein Klarinettist anscheinend, der in der Carnegie Hall gespielt hat, hat mir so erzählt, der hat. Sozusagen während dem Auftritt einfach ein paar Musiker immer rausgehauen und irgendwelche sind dann überblieben und mit denen hat er dann zusammengespielt. Hätte ja im Grunde, ja, anscheinend. Also wäre sozusagen auch eine Variante, wie ihr euch hättet verkaufen können, sozusagen von der Band her einfach die Aussicht und ihr zuerst überblieben, oder? Es ist so, weil es war so. Wir waren eine Big Band im Prinzip und von der Big Band ist genau nichts überblieben, außer uns zwei. So kann man es im Prinzip sagen, ja. Wir haben begonnen vor 16, 17 Jahren beim Vienna Art Orchestra gemeinsam zu spielen und die Big Band gibt es nicht mehr und wir machen weiter. Wir haben aber immer bei der Big Band, dann immer Zugaben gespielt zu zweit, weil die Big Band keine gab und wenn die Leute nicht aufgehört haben zu klatschen, hat uns der Matthias ruhig rausgeschickt und hat gesagt, geh, macht's was. Insofern, wir sind das, was vom Art-Orchester übrig blieb. Was vom Tage übrig blieb. Das war wirklich so ein bisschen eine Geburtsstunde von unserem Duo damals, die Zugaben nach den Big Band-Konzerten. Ganz große Überschriften, Ausnahmekünstler wird genannt. Wie kann man sozusagen damit umgehen, wenn man so ein Talent hat? Ja, ist eine gute Frage. Ich versuche es noch immer umzugehen. Ich gehe eigentlich auch viel um. Gehst du auch viel um? Bei mir ist es anders, ich habe kein Talent. Also bei mir ist es sehr viel Fleiß und Verbissenheit bei mir. Also... Verbissenheit und also wirkliche Verkrampfung eigentlich. Man wird das auch hören und sehen beim Spielen dann bei mir. Und so. Also ich bin absolut völlig untalentiert. Insofern tue ich mir leicht. Aber das ist ja gut für uns Nagetiere, wenn wir ein bisschen Verbissenheit an den Tag legen. Hey, ich bin im indianischen Sternzeichen Biber. Wirklich? Stimmt wirklich, ja. Justin ja. Biber Just, nämlich. Ja, ja, ja. Jazz. Nein, es stimmt aber wirklich. Ich bin, also... Stier und Büffel und im Chinesischen und im indianischen Biber. Wenn man Stier und Büffel kreuzt, kommt ein Biber dabei heraus, nämlich vor allem im indianischen Sternzeichen. Du hast recht. Du hast recht. Ich bin Hase. Wirklich wahr? Im Chinesischen. Ah. Schlange, glaube ich. Aber ein Nager. Mhm. Auf jeden Fall ein Nager. Das Mikro sprechen. Ja. 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 Ich will es nur ergänzen. Trotz alledem bin ich jetzt gespannt, wie ihr euren Auftritt beschreiben würdet. Was kommt raus? Wie gesagt, sehr viel Verbissenheit und Hass. Oh, ich hoffe nicht gegenüber uns. Nein, wir gegenseitig. Ein Grundprinzip des Musikerlebens ist Hass, ja, aber immer nur gegen den, der nicht im Raum ist, weil der könnte sie ja werden. Das ist eigentlich ein österreichisches Künstlerprinzip. Und jetzt auf der Musik nicht auf der emotionalen Ebene, sondern auf der musikalischen Ebene? Nein, das war die musikalische Ebene jetzt, also Verbissenheit und so weiter. Ja. Auf der emotionalen Ebene. Ich weiß nicht, ich spüre nicht sehr viel. Also ich weiß nicht, was da. Was gab es denn da? Entschuldigung. Emotional. Ja, das ist eine gute Frage. Das könnte auch sein. Verbissenheit zum Beispiel. Nein, das ist, da habe ich.
spüre ich nichts davon. Das Problem ist, dass kenne ich ja gar nicht so. Das Problem ist, dass dieser bodenlose Hass gemeinsam mit der Verbissenheit einfach so gleichgültig macht. Ja. Und dann der ganze Erfolg noch draufkommt, dann ist, was soll man sich da noch scheren? Ne? Es ist uns, also im Grunde ist es uns komplett wurscht. Es ist auch, wie der Thomas schon richtig gesagt hat, es stumpft so ab quasi. Nicht? Und das glaube ich, das hört man sehr stark in unsere Musik dann heraus. Diese messerscharfe Abgestumpftheit. Ewig wird am längsten, ist ja auch das Sprichwort. Zur Musik gefunden und das schon von Kind an, weil die ganze Familie musikalisch ist, wird man da sozusagen hineingeboren oder muss man mit? Was ist sozusagen die? Ich wurde hineingeprügelt. Ja. Nein, ich habe gar keine andere Chance gehabt, als Musik zu machen, weil das war eben, der Vater war Kapellmeister, der Bruder war Philharmoniker und die Schwestern haben zwar alle musikalische Karriere für das Hausfrauen- und Mutterdasein geopfert, waren aber auch als Dreigesang aktiv. Und ich habe da einfach keine anderen Perspektiven bekommen. Also bin im Nachhinein auch froh drüber, weil das ist ja das Einzige, was ich kann und was mir taugt. Warum die Trompete dann? Weil alle schon immer Trompeten gespielt haben. Das haben wir alle schon so gemacht. Und das ist eine Tradition. Und der Masterbuch auch. Ne? Und wieso dann sozusagen dieser Hang zu dem... Hass, nicht Hang. Hang. Der Hass. Der Hass zur Klassik, zum Normalen, zum Konventionellen, und der Hang zum Außergewöhnlichen? Nein, der Hang, das ist ja der Manu de Lago. Das ist das Hang. Es ist jetzt echt schwierig für mich, irgendwas seriös zu beantworten, weil ich bin aus dem Alter heraus. man wollte von mir, dass ich Klassiker werde und aus diesem Zwang bin ich an der Aufgabe gescheitert und darum habe ich mich weiterentwickelt zu etwas Gestörterem. Das ist gut, ich finde es super, wenn man mal solche Interviewpartner hat. Aus dem Zwang wurde Swing. Eine schöne Metapher. Florian Bramböck, bevor wir Duo waren, waren wir Trio, da war Florian Bramböck dabei und Florian Bramböck hat einmal gesprochen, wortwörtlich, von der dramatischen Gelassenheit, die man Swing nennt. Yeah. Das ist ein schönes Wort. Das rechte Wort zur rechten Zeit. Ja. Sehr schön. Ich möchte es nicht aufhalten. Ist ein schönes Schlusswort eben. Ja. Übrigens, ich bin gebürtig am Stettner und das ist ein Heimspiel heute für mich. Übrigens, ich nicht.